So, die 3030 beginnt mit der Maßnahme Riemann 22. Bitte mal aufmachen, die Polizei ist hier. Hallo. Wir führen heute die Abschiebemaßnahme durch nach Albanien. Würden Sie bitte Ihre Frau und Ihre Tochter wecken? Okay. Dann packen Sie bitte jetzt Ihre Sachen. Zusammen mit Ihren Söhnen werden wir Sie jetzt nach Neubrandenburg bringen. Ihre Frau und Ihre Mutter bleibt hier. Wir müssen jetzt anfangen, ansonsten müssen wir packen für Sie. Wir trennen jetzt die Familie in der Form her. In anderen Fällen hat dann ein Rückzuführender versucht, sich umzubringen, indem er auf die Balkonbrüstung gestiegen ist. Ja, ist natürlich klar, kommen wir, heißt das nichts Gutes. Da kam die Polizei rein und dann haben die uns gesagt, ihr müsst zurück nach Hause fahren. Und dann habe ich gesagt, nee, ich kann nicht nach Hause zurückfahren, weil ich da getötet werde. Mein Vater hat einen Mann umgebracht und dann hat die Bruder von ihm hat gebeten, dass er einen von uns umbringen würde. Kann sein, dass er auch mich umbringen will oder vielleicht meinen großen Bruder. Sie waren so groß, ich hatte so Angst. Ich wusste nicht, dass so passieren wird. Ich hatte so viel Angst. Das nehmen wir emotionslos hin. Also wir dürfen, können und werden auch keine Emotionen zeigen. Wir sind seit 2 Wochen hier bei meiner Tante. Und wir dürfen nicht mehr hier bleiben, weil sie Angst hat, dass hier was Schlimmes passiert. Wegen der Rache. Oh, ich bin weg.